Guten Morgen, Zeit für ein neues Video und zwar geht es heute um Lektion Nummer 1 im Wing Chun. Ich hatte in dem vorherigen Video über inneres und äußeres Wing Chun darüber gesprochen, dass Wing Chun als Tunnelsystem auf verschiedenen Schlüsseln basiert, die quasi die Durchgangstür durch diesen Tunnel sind. Und die Eingangspforte zu diesem Tunnel ist Lektion Nummer 1, der Stand. Ich hatte in einem anderen Video mal darüber gesprochen, dass in der Symbolik von Himmel, Erde, Mensch, in dem Dao, das Viereck, das Dreieck und der Kreis symbolisieren, dass der Mensch als Dreieck in der Mitte die Verbindung herstellen muss zwischen Himmel und Erde. Für die Kampfkunst bedeutet das ganz praktisch, dass wir zwei Wege haben, mit der Energie umzugehen. Eine eingehende Energie von oben nach unten lenken, quasi von Himmel nach Erde. Und wenn wir diese Kraft für uns benutzen möchten, zu unserem Vorteil gegen den Gegner, aus dem Boden wieder zurück zum Gegner, von der Erde wieder zurück zum Himmel. Damit das funktioniert, muss das System in der Mitte durchlässig sein und muss von seiner Struktur her ein Dreieck sein. Wir kennen das ja, dass der Stand natürlich dreieckig ist, weil die Füße nach innen zeigen. Und dazu sagt die Prinzipienlehre, wir haben das wieder in unserem Buch von Sam Kwok, über den Stand, dass es dort den Zusammenhang gibt mit dem Qi. Also über den Stand heißt es, fülle das Dantian mit Qi und verteile die Stärke in jeden Teil des Körpers. So, und jetzt gibt es in den nächsten beiden Sätzen der Prinzipienlehre einen Hinweis darauf, wie das geht. Lass Knie und Zehen einwärts zeigen. Forme eine Pyramide mit dem Zentrum des der Schwerkraft in der Mitte. Okay, also hier haben wir den Bezug zu dem Dreieck und auch die Erklärung, warum wir im Wing Chun dreieckig stehen und nicht wie im Qigong die Füße parallel zu den Schultern, sondern tatsächlich einwärts gedreht. Das ist ein Hinweis auf dieses ursprüngliche Konzept und auch die Erklärung, wie das geht. So, jetzt haben wir Folgendes. Das hier ist unser WT-Stand und das ist der korrekte Stand. So, im WT ist das so, sieht aus wie ein Dreieck, aber es wird nun mal immer noch so unterrichtet. Seit 1976 gibt es Aussagen darüber, dass dieser Stand reformiert wurde. Ganz bewusst im Unterschied zum traditionellen Wing Chun gibt es einen Aufsatz von Herrn Professor, ihr wisst schon wer, wo das genau beschrieben wird. Wir haben in der Theorie die Aussage, der Stand ist schulterbreit, was bedeutet im Detail Außenkante Schulter, Außenkante Fuß. Im Unterschied dazu stehen wir traditionell genau andersrum. Die Korrektur für einen Stand ist genau eine Fußbreite von Außenkante Schulter, Innenkante Fuß. Warum ist das so? Ein Dreieck ist rein geometrisch von seiner Basis her breiter wie oben seine Spitze. Bei den Chinesen ist das oft so, dass die Spitze abgeschnitten wird. Da gibt es auch einen Grund für. Das, was hier aussieht wie ein Dreieck, ist aber von seiner Basis her eigentlich verglichen zu seiner Schulter ein Zylinder. Mit einem hohen Körperschwerpunkt heißt doch, dass ein Zylinder mit einer schmalen Standfläche bei einem seitlichen Druck relativ einfach über den Körperschwerpunkt hinweg umgestoßen werden kann. Dazu kommt die zweite Schwäche in diesem Konzept, dass die Kniespannung nach innen geht, was wiederum dazu führt, dass eine Spannung
die in diese Richtung geht, gegen einen Druck von der anderen Seite, nicht hilft, um die Kraft von dem Kontaktpunkt bis runter in die Füße zu leiten. Eine ganz einfache Geschichte. Hier ist das so, dass wir eine breite Basis haben und dann bis zu den Schultern leicht schmal zulaufend eine Pyramide haben. Das heißt, die Basis ist breiter wie die Schultern, die oben drüber sitzen. Der Großteil der Masse sitzt oben. Und wenn hier ein Druck drauf geht, dann ist die hintere Ferse, weil sie außerhalb der Körperlinie steht, die Stütze dafür, dass hier an dieser Stelle die Kraft den Körperschwerpunkt nicht nach hinten bewegen kann. Das heißt, die Ausrichtung der Gelenke ist tatsächlich so, dass der Körperschwerpunkt in der Mitte gehalten werden kann, selbst wenn von hier ein Druck kommt. Ein ganz einfaches Konzept, die Korrektur eines fehlerhaften Konzeptes an zwei Stellen heißt, wir müssen breiter stehen, wir müssen die Kniespannung weglassen. Ein dritter Punkt wäre, dass man eben halt nicht versucht, mit Muskelkraft das Becken in Position zu halten und dann mit der konstanten Spannung in der Bauchmuskulatur zu versuchen, das Becken in der richtigen Position zu halten. Das wäre also noch der innere Aspekt, dass man gar nicht so viel Muskelspannung braucht, um diese Struktur aufrechtzuerhalten. So, die Theorie sagt, ich habe einen Hinweis gefunden in einem Buch von Frieda Anders, Tai Chi, Chinas lebendige Weisheit, Grundlagen der fernöstlichen Bewegungskunst von 1980. Da gibt es einen Hinweis auf diese Pyramide und da sagt er dann an einer Stelle, ich hoffe, dass ich das finde. Ja, hier ist es, dass es eben halt bei der Entwicklung von Qi und innerer Kraft nicht nur um das Qi an sich geht. Qi ist eigentlich neutral, das heißt indifferent. Wenn ich lebe, habe ich Qi. Die Frage ist, wie ich es benutze. Und hier sagt er, dass es einen qualitativen Unterschied gibt zwischen Energie. Dafür haben die Chinesen zwei Schriftzeichen und dazu heißt es, unsere Untersuchung wollen wir mit den beiden traditionellen chinesischen Bezeichnungen für Energie beginnen. Jing Qi und Zhou Qi. Reine Energie und unreine Energie. So, das heißt an dieser Stelle, dass reine Energie dann entsteht, wenn der Durchfluss durch das System, durch die Perlenkette und die korrekte Ausrichtung der Gelenke gegeben ist. Wenn wir jetzt eine Perlenkette haben, eine Perlenkette, die hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 an der Stelle schon unterbrochen ist, dann durch die Beckenspannung, die Muskelspannung in der Bauchmuskulatur hier schon blockiert ist, dann haben wir durch den engen Ellenbogen eine Blockierung in der Schulter, dann haben wir den Ellenbogen aus der Richtung bis oben auf den Kontaktpunkt. Das nennt man unreine Energie. Und das zu korrigieren ist der erste Schlüssel zu innerem Wing Chun. So, und wenn diese erste Pforte auf der Entwicklung zu innerem Wing Chun versperrt ist, weil ein Konzept seit Generationen falsch wiedergegeben wird, dann darf man sich auch nicht wundern, warum dann in der dritten und der vierten und der fünften Generation die Qualität von unserem Wing Chun immer schlechter wird. Der Ursprung, so heißt es hier, dieser unreinen Energie ist eindeutig in den niederen Kräften unter der Pyramide zu suchen, die sich den oberen Kräften widersetzen. So, und jetzt haben wir dafür die Erklärung, warum es hier an dieser Stelle eben keine Kniespannung geben sollte, weil die niederen Kräfte der Schwerkraft von oben sich widersetzen. Eine einfache Geschichte. Es dauert ein bisschen, das in der Theorie zu finden. Es hat
ein bisschen gedauert, das in der Literatur auch erklärt zu finden, aber wir wissen, dass es sich so verhält. Ich hoffe, das ist klar geworden. Und ausgehend von der Schwäche in diesem Konzept ist natürlich dann hinterher die Frage, wie funktioniert das mit der Wendung? Das wird dann also das nächste Video sein, das also genau an diesem Thema anschließt. Also, vielen Dank.